Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Wir sind in dem Raum, in dem ein Kindwurm fangen kann. Glaube ich. Sollte der Raum sein. Wir haben wohl einen Schutz aktiv, deswegen glaube ich... Oh ne, wir haben keinen Schutz aktiv. Das ist ein Golbat. Okay. Das heißt, der hat seit dem Doppelkampf nicht geheilt, wie es aussieht. Was hat er dann in 20 Minuten gemacht? Rayquaza gefangen hat er. Und aus irgendeinem Grund war Karpels, Karpels war das unwichtigste Pokémon in der Hinsicht, dass wir den hier noch als VM-Sklaven brauchen. Und wir haben jetzt ein Level 70 Pokémon, das hilft an manchen Stellen, wo man sonst nicht weiterkommt. Ich weiß nicht auch genau, warum ich so besessen mit Kindwurm bin, wo wir schon Altaria haben. Vor allem jetzt, wo ich gerade sehe, wo ihr wisst, auf welchem Level das Zeug hier ist. Und Brutalanda entwickelt sich echt spät, also macht es eigentlich nicht wirklich Sinn. Wieso so mache ich das? Na, scheiß drauf. Ne, dem hat hier irgendwas gemacht. Dafür wird er einen Grund gehabt haben. Haben wir ein Fluchtseil. Nee. Schade. Dann mal gucken, ob ich rausfinde. Ich könnte Schutz anschmeißen, theoretisch. Sonnenfehl. Ah, die gibt's ja auch, gut zu wissen. Lunaschein ist ein sehr gutes Pokémon und Sonnenfehl ist Lunaschein nicht ganz so cool. Leider nicht gut zusammen, weil sie die gleiche Type-Coverage haben. Und damit, naja, nicht so gut miteinander synergieren. Harmonieren, ja, aber halt eben nicht synergieren. Und synergieren ist so ein bisschen der wichtigere Teil. Deswegen, wenn ich die Wahl zwischen beiden habe, meine Wahl im Regelfall auf Lunastein fällt. Was zum Fick ist jetzt gerade passiert? Ich bin gerade... Wieso bin ich gerade nicht von der Stelle gekommen? Hä? The fuck, was war das denn gerade? Oh, was ist das hier? Eisenschweif. Cool. Kann das jemand lernen bei uns? Oh, wir haben Drachenklaue. Das könnte man doch eigentlich Aurora geben. Das wäre sicherlich nicht scheiße auf dir. Hm. Hat allerdings auch nur 20 mehr Stärke. Es ist nicht so viel besser. Wir haben einen Drachentrainer in der Top 4, soweit ich es weiß. Wie sind unsere Stats nochmal? Ich heb's mir mal noch auf. Rennt ja nicht weg. So, unsere Stats sind relativ ausgeglichen, tendenziell eher Spätzangriff. Wie sieht's nicht mit unserem Rayquaza aus? Oder Rayquaza, whatever. Was kannst denn du? Fliegen. Lernt Rayquaza fliegen von selbst? Falls nein, wüsste ich gerne, warum Sönker der fliegen kann. So, aber jetzt schmeiße ich das mal einen Schutz an. Denn wir wollen ja auch irgendwann mal noch vorankommen. Hier. Okay, wie kam ich hier raus? Von da kam ich. Hier hoch? Oh, ja, das sieht richtig aus. Okay, gut. Haben wir das. Jetzt, ich könnte Gigasauger holen, aber jetzt haben wir Karpilz nicht. Und ich darf Karpilz nicht ins Team nehmen, weil das nicht das Pokémon ist.
War am Pyroberg irgendwas Hauptstory-Relevantes? Also im Sinne von, waren die dem da schon? Weiß ich jetzt gar nicht. Gehen wir einfach mal hin. Haben wir irgendein Pflanzen-Pokémon, das ich gefangen habe? Kann Gardevoir Gigasauger lernen? Das wär's ja. Ich glaub nicht, oder? Ich habe kein Pflanzen-Pokémon gefangen. Wir haben echt wenig gefangen, holy shit. Okay. Dann surfe ich jetzt mal Richtung Pyroberg und gucke, ob ich auf dem Weg ein Pflanzen-Pokémon finde. Und falls nicht, dann checke ich, ob ich beim Pyroberg überhaupt irgendwas machen kann. Alternative wäre schon mal Richtung Pokémon-Liga zu laufen. Einfach um den Flugpunkt mal zu haben. Was mache ich denn? Naja, whatever. Wir müssen eh noch ein bisschen leveln, bevor wir in die Pokémon-Liga können. Denn auch mit drei Quasar sollten wir die nicht Roffelstompen können. Da können wir. Die Regis wollten wir ja noch fangen. So, wir sollten hier ein bisschen overleveled sein, fürchte ich. Und ich habe vergessen, den Schutz wieder anzuschmeißen. Ich glaube, die rote Kugel war hier, oder die blaue Kugel, eins von beidem. Haben wir Relikan eigentlich schon mal gesehen? Ich weiß leider nicht, wo man Relikan fangen kann. Haben wir dich schon mal irgendwo gesehen? Sieht schlecht aus. Nee, anscheinend nicht. Schade. Okay, dann anderer Plan. Wir bereiten mal alles vor, um die Regis zu fangen. So wollen wir hier hingehen. Ich nehme noch das scheiß Eilrad. Egal. Boah. So krätze das Ding. Ist nicht ein Hidden-Item? Nee. So. Brauchten wir Superangel oder Profiangel? Da finden wir es raus. Hier. Nehmen wir mal dich mit. Und angeln jetzt ein bisschen. Weil mir sollte jetzt nicht allzu selten sein, wenn ich richtig im Kopf habe. Ja, na also. Ja, schau mal einer gucken. Dann schwächen wir dich mal und mit ein bisschen Glück paralysieren wir dich auch gleich. Ja, hallo. Also, der könnte noch wehtun, wenn er ein bisschen durchtickt. Oder der krittet. Ich meine, relevant ist es nicht, aber kritz. Ne? Ne? Und währenddessen rufe ich immer gerade Pokewiki auf. Willkommen bei Samsung Internet. Ja, du mich auch. So, weil mehr wollen wir aber keinen Spitznamen geben. So. Hallo? Könntest du dich bitte... Was war das denn gerade? Egal. So, dann als nächstes wollten wir den falschen Knopf drücken. Und dann fliegen wir
nach Malvenfroh. Relinkant. Ich bin gerade hardcore beeindruckt, dass die Spracherkennung Relinkant kennt. Jetzt bin ich echt hardcore beeindruckt. Jetzt muss ich noch die Seite aufmachen. Holy fuck, wieso kennt die Spracherkennung Relinkant? So, für Relinkant müssen wir tauchen. Ah, okay. Gut, das heißt, wir fliegen. Hier hin. Sollte am nächsten am Tauchpunkt sein. So, hier runter. Und einmal abtauchen, bitte. So, Relinkant, wo bist du? Komm zu mir. Liegt hier was? Nehme ich. So, kann hier bitte einen Relinkant... Habe ich noch einen Schutz aktiv? Nee, oder? Darauf gehört zu wirken. Oder ist er noch aktiv, der Schutz? Wir werden es gleich rausfinden, wenn er gleich steht, hört auf zu wirken. There we go. Das ist ein Perlu. Sehr cooles Pokémon. Aber brauchen wir gerade nicht. Wir wollen einen Relinkant haben. Bin ich überhaupt an der richtigen Stelle gerade? Ich bin gerade... Route 126, ja doch. Ich weiß natürlich nicht, mit welcher Raid das Ding spawnt. Aber wir, wie gesagt, wir wollen ja sowieso die Regis holen, das heißt... Ja, müssen wir halt, ne? Perlu. Ach ja, und wir müssen aus dem Weimar noch einen Weilord machen, fällt mir gerade ein. Ups. Gut, aber jetzt erstmal Relinkant fangen. Weilord können wir immer noch machen. There we go. Okay, dann einmal Feuerodem, bitte. Paralyse? Oh, du bist ein bisschen tankiger als Weilmeer. Wann entwickelt sich Weilmeer eigentlich Level 40? Felsgrab. Wieso kann die alle Steinattacken? Ihr seid doch Wasser-Pokémon, denke ich. Egal. So, dann Hyperball. There we go. Okay. Schaufler brauchen wir auch noch. Guck mal, einen Schaufler eigentlich, ja. Ihr könnt ihn schon mal ins Team halt nehmen. Ja, nach oben bitte. Dann fliegen wir hier zurück. Und holen die beiden Dudes mal ins Team. Das nervig, dass ich jetzt Gardevoir und Altaria raustun muss, aber wir brauchen Pelipper. Nee, halt, brauchen wir nicht. Rayquaza kann Surfer. Fliegen. Das heißt, wir tauschen Altaria aus. Und Pelipper.
Dann setzen wir dich mal nach vorne und geben dir einen EP-Teiler, falls neben das nicht peilt. Man weiß ja nie. Oder wenn das noch jemand wechseln muss. So habe ich dir jetzt ein Top-Elixier gegeben. Wo ist der Kack-EP-Teiler jetzt schon wieder? Ach, war halt so. Wieso hat Gardevoir einen EP-Teiler? The fuck? Nee, denn was machst du? Egal. Okay, also Schaufler. Schaufler gibt's... Route 114. Route 114. Hier. Die Frage ist, wo genau? Von einem Mann mit dem Pfiffchen. Ja, ist gut, Fatih. Hätte ja keiner wissen können, dass das Walmart das erste Pokémon. Nein, ich... So. Hier, von dir. Das? TM5 erhält Brüller. Brüller? Oh ja, richtig, Brüller. Von einem Jungen in dem Haus mit des Fossilienmaniacs. Also hier. Ja, gut, aber für die paar Meter schmeiße ich jetzt keinen Schutz an. So. Das ist kein Junge. Lanette. Oh. Wir haben mit Lanette noch nicht geredet. Oh. Entschuldige, dass ich hier so gotisch aussieht. Wie immer, wenn ich forsche, vergesse ich aufzuräumen. Das ist echt peinlich. Erzähl bloß das niemand. Nee, das gehört dir. Nur Turzelpuppe. Schön. Okay, wir schmeißen noch einen Schutz an. Wo ist der Ruin-Maniac? Haus des Ruinen-Maniacs. Hier irgendwo? So. Nein, die sind unten, nicht oben. Surfer. Erlerne bitte, Surfer. Tschüss, Whirlpool. Die Attacke braucht eh keine Sau. Wo ist der Ruin-Maniac? Hier oben vielleicht? Hier da oben ist irgendwas. Und ja, wir haben eine Kaskade, richtig. So, hoch. Ich habe hier mal ein Item. Sonderbonbon. Kann auch gut werden. Okay, aber der ist auch nicht. Aber hier oben ist er nicht. Wo ist der Ruin-Maniac? Hier vielleicht irgendwo? Hier sind zu den Meteorfällen. War hier irgendwo ein Haus? Nee. Ah. Okay. Dann sollen die sich damit rumschlagen. Zeigen wir ihm, was hier abgeht, damit er direkt weiß, was los ist. Und wir sehen uns dann übermorgen.